Herzlich willkommen bei Krein TV. Diese Woche berichten wir Ihnen über folgende Themen. Die Künstler der Lebenshilfe Oberösterreich veranstalten eine Vernissage in Krein. Schon rund 3 Millionen Österreicher sind auf Facebook. Und bei der WM-Qualifikation kann die überlegene ÖFB-Elf nur ein 0:0 gegen Kasachstan erzielen. Unlimited Art. Im folgenden Beitrag sehen Sie die Künstler der Lebenshilfe Oberösterreich beim Gestalten ihrer Kunstwerke für die Vernissage. Ausgestellt werden diese bis Ende Oktober in Schergis Café und Konditorei. Krein, Bezirk Berg. Im Rahmen des Kunstprojektes Art Unlimited trafen sich Künstler mit Beeinträchtigung aus verschiedenen Einrichtungen der Lebenshilfe Oberösterreich. Sie trafen sich, um zusammenzuarbeiten und um sich mit Kollegen auszutauschen. Begleitet werden die Künstler vom Maler und Grafiker Hans Kienesberger und vom Leiter der Kunstwerkstatt Ferdinand Reisenbichler. Beide Gmundner erzählten uns, wie dieses Projekt entstand. Wir haben vor 20 Jahren die Kunstwerkstatt in Gmunden gestartet und wir haben dann vor 13 Jahren ein Projekt überlegt für Menschen mit besonderen Begabungen aus der Lebenshilfe Oberösterreich, ein Kunstprojekt, also eine Kunstwoche, die professionell, wo es ein professionelles Atelier gibt, professionelle Begleitung durch den Hans Kienesberger, der ja Künstler ist in Gmunden, sehr, sehr bekannter und anerkannter Künstler ist. Und von wo kommen diese Künstler und wie kann man sich dieses Projekt vorstellen? Die Künstler sind aus der Lebenshilfe Oberösterreich. Der Hans und ich, wir haben ja im ersten Jahr haben wir schon gemerkt, wo die wirklichen Talente sind und die werden dann gezielt jedes Jahr eingeladen. Gell? Da haben wir ja schon einige, die seit 13 Jahren eigentlich dabei, oder die meisten sind seit 13 Jahren dabei. Ja, der springende Punkt war, dass das irgendwie nicht gerade eine zufällige Beschäftigung für eine Woche ist, sondern dass das einfach wirklich Leute sind, wo Kontinuität möglich ist, wo Entwicklung möglich ist. Und das reduziert sich dann eh auf relativ wenig Leute, weil ja um das auch geht, dass sie das auch wollen müssen und dass man das nicht auf die praktisch draufdruckt und eigentlich gefreut es nicht. Und die jetzt da sind, das ist sozusagen der gefilterte Kern aus vielen Jahren, die ja jetzt ja gern kommen und wenn man das über einen langen Zeitraum sieht, haben die ja unheimliche Entwicklungen zurückgelegt und das ist schon eine fantastische Sache. Ne? Aus der Art Unlimited-Geschichte sind ja dann auch wieder Helmut Heider aus Krein, das ist ja, der ist nominiert gewesen für einen europäischen Kunstpreis und das ist ja nicht irgendwas, sondern das ist so ziemlich das Höchste, was man im Bereich der Kunst für Menschen mit Behinderung erreichen kann. Nicht? Da ist der Rainer in der Jury und der Leiter vom Haus der Kunst damals, der jetzt die Tate Modern in London leitet, in der Jury und die interessiert nicht die Behinderung, sondern die interessiert die Kunst. Nicht? Und für uns ist es ja auch so, dass wir gehen nur mit Qualität nach außen. Also wir verkaufen nicht die Behinderung, sondern die Fähigkeit. Ja? Das ist so wichtig. Und über die Bilder, die dann präsent sind, in sehr anerkannte Galerien, das Bild als Brücke zum Menschen, haben wir gesagt. Nicht? Also zuerst begegnet man der Fähigkeit und dann interessiert man sich oder wird neugierig, wer ist denn der Mensch, der das macht nicht? Und dann begegnet man dem Menschen schon ganz anders, weil man zuerst die Fähigkeit erlebt hat, also auf Augenhöhe. Und das ist mit Sicherheit was für unsere Anliegen und qualitativ hochwertige Kunst, ganz wichtig. Ja, man kann sagen, wir sind Freunde geworden, also Kollegen, Freunde, aber wir fordern uns. Also wir bleiben nicht irgendwie im Unverbindlichen und sagen nicht zu allem und jedem, das ist super, das ist großartig, sondern es gibt eine kritische Auseinandersetzung und das wird auch angenommen und das ist manchmal schwieriger, das sind nicht immer dann Phasen, die ganz leicht sind, aber das gehört zum Kunstmachen dazu, das ist nicht irgendwie ein Spaziergang in der Sonne, sondern manchmal müssen wir auch Berge überschreiten und da glaube ich haben wir schon relativ viele überschritten und am Ende macht es dann Spaß und ergibt eine Befriedigung für alle. Genau, der Austausch, den wir über Kunst führen, führen wir immer als Kollegen. Nicht? Also wir sind alle im Kollegenstatus. Das sind nicht die Klienten und auch nicht die Behinderten, sondern das sind unsere Künstlerkollegen und genauso begegnen wir uns auch. Nicht? Und so führen wir auch die Gespräche über die Kunst miteinander. Nicht nur die Organisatoren und Begleiter sind vom wahrlichen Erfolg dieses Projektes überzeugt.
sondern auch die teilnehmenden Künstler, wie uns Elli berichtete. Ich bin die Elli. Ich bin in der Kunstwerkstatt. Ich tue gerne malen. Meine Formstile sind das, zum Beispiel mit Dusche arbeite ich auch gern und auch mit Aquarellstiften. Mit Einstiften arbeite ich auch gern. Und ich bin eine Tänzerin und will gerne tanzen. Ich bin ein Einbrötler. Und ja. Meine Spezialität sind, ich tue gerne essen, das ist dort essen. Ich mag es wahnsinnig gern. Warum, dass ich komme, bin zum Malen auch. Weil es ist für mich gekommen, ich möchte eigentlich was anderes machen, malen auch. Und es ist für mich immer so, ich habe, wie ich drauf bin, bin ich gut drauf oder bin ich schlecht drauf. Und ich nehme mich Schopf. Das heißt, nein, nehme ich ja auf mit dem, das tun wir nicht. Und dann schwenke, dann bin ich wieder die. Ich bin so wie ich bin. Ich bin so. Ich habe meine eigenen Spezialitäten beim Malen. Ich male gern. Das kommt bei mir spontan. Ich habe Techniken drinnen. Ich kann nicht schreiben, deswegen kann ich malen. Ich bin in Ulsdorf daheim. Meine Eltern habe ich gar nicht mehr. Mein Papa lebt nicht mehr. Ich habe nicht nur eine Mutter, aber ich habe eine Familie. Die Kilian, die Marlene. Ich sehe mich als Malerin ganz super. Beendet wurden diese spannenden Tage für die Künstler mit einer Vernissage in Schörges Café-Konditorei. Das Art Unlimited ist ein Projekt, das einmal im Jahr stattfindet. Und wir haben die Ehre hier in Krain, dass dieses Projekt bei uns stattgefunden hat. Und das Besondere daran war, dass man 4 Tage lang den Künstlern über die Schulter schauen konnte. Und das ist also nicht alltäglich. Einmal durch die großzügigen Auslagen, die zur Verfügung standen, und auch mit dem Zutritt, dass man einfach reingehen kann und auch den Kontakt mit den Künstlern annehmen konnte. Ja, es freut mich wirklich, also ich bin hereingekommen, es passt so gut her. Also ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen. Ich habe lang geschaut, also in dieser Serie, in dieser, dann die Vogelserie, habe übrigens erfahren, dass die Frau Magister Winter bereits ein Vogelbildnis in ihrem Besitz hat. Also der Mensch, wie der Mensch so dargestellt wird. Also es bedarf schon einiges an Überlegen oder an Lebenserfahrung zum Teil, um Menschen so darstellen zu können, wie sie sich bewegen, die Kleidung, die nicht vorhandene Kleidung, ob den Hauch von Erotik und Sexualität, wollen wir auch sagen, dass wir das gesehen haben. Das gehört dazu zum Leben. So soll es sein. Ja, es freut mich. Ihr seid völlig anerkannt, wie jeder andere Künstlerabend, das finde ich schön. Schon rund 3 Millionen Österreicher sind auf Facebook. Nach den eher trägen Sommermonaten konnte Facebook nun im September 2012 im deutschsprachigen Raum wieder deutlich zulegen. In allen 3 Ländern, nämlich Deutschland, Österreich und der Schweiz, ist die Anzahl der Mitglieder auf Facebook gegenüber dem Vormonat wieder deutlich angestiegen.
TipToy ist ein audio-digitales Lernsystem, bei dem sich alles um diesen Stift hier dreht. Er erweckt nämlich Bücher, Spiele und einen Globus zum Leben. Das heißt, man kann die Inhalte hören, man hört Lieder, Gedichte, die Stimmen der erzählenden Personen und kann so viele Sachgebiete ganz interaktiv auf vielen Schichten entdecken. Ganz neu im Programm für den Schlauen Stift haben wir jetzt eine Sachbuchreihe für Kinder von 7 bis 10 Jahren. Die heißt Expedition Wissen. Bereits auf dem Markt gibt es das Buch zum Thema Ägypten und ganz neu zum Thema Dinosaurier. Und dieses Buch hat der Kinderbuchautor Thilo für uns geschrieben. Thilo, wie war es denn für dich, hier ein Buch für den Tipptoy-Stift zu schreiben? Hier muss man ja wirklich die Geschichte auch auf die Schauplätze ganz eng abstimmen. Diese Geschichte ist eigentlich die Folie, um die ganzen Sachinformationen präsentieren zu können. Wobei natürlich die Geschichte weiterhin trotzdem spannend, toll und vielleicht auch ein bisschen lustig sein soll. Ja? Also da gibt es wirklich viele verschiedene Facetten, die alle in diesem einen Buch, in dieser einen Geschichte untergebracht werden müssen. Was ist denn für dich das Besondere am Tipptoy? Das Besondere am Tipptoy ist erstens, dass man das Buch nicht von vorne bis hinten liest und dann kennt man alles, sondern dadurch, dass so viele verschiedene Sounds und so viele Informationen in dem einen Buch drin sind, können sich die Kinder damit wirklich sehr, sehr lange beschäftigen und auch Kinder, die noch nicht lesen können. Also es ist nicht nur ein Buch, es ist gleichzeitig auch noch ein Spiel und ein Lexikon zu einem bestimmten Thema. Der Tipptoy-Stift hat natürlich auch noch den Zusatzeffekt, dass man Spiele mit ihm machen kann. Also in diesem Buch ist nicht nur ein einfacher Text, nicht nur die Geschichte, nicht nur Sachinformationen, sondern es kommen noch Spiele drin vor. Achtung! Ein Paläontologe erforscht die Geschichte der Menschen. Ist das richtig? Nein, genau. Genau, so. Achtung! Jawohl! Toll! Tippe auf das nächste Symbol. Ja, das heißt, dass der Leser mit dem Stift diese Spiele, diese Rätsel lösen muss, damit die Geschichte weitergehen kann. Ja, und durch das Zufallprinzip ist das Spiel jedes Mal neu. Was ist für dich das Highlight in Expedition Wissen Dinosaurier? Oh, das Highlight ist natürlich, wo der Tyrannosaurus Rex auftritt und man weiß nicht genau, lebt der jetzt wirklich? Hat ein Dinosaurier überlebt bis in unsere Zeit oder gibt es vielleicht doch eine andere Erklärung? Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Man hat es gerade auch in der Lesung gesehen, dass alle den Atem angehalten haben, als plötzlich ein Tyrannosaurus aus dem Gebüsch kam. Weiter geht's. Das gibt's doch nicht. Ben ist völlig begeistert. Der Dino lebt. Aber Juli knufft ihm in die Seite und tippt sich an die Stirn. Ich glaube da auch nicht daran, meint der Professor. Aber es gibt immer wieder Gerüchte, dass vielleicht einige Dinos doch überlebt haben könnten. Tipptoy Expedition Wissen ist ein neues Produkt für den Schlauen Stift von Ravensburger. Eine tolle Möglichkeit für Kinder ab 7 Jahren, ein Sachgebiet interaktiv kennenzulernen. Was aus Abfall alles abfallen kann. Innovationen sind gefragt. Der Unternehmer Bernd Hugenroth möchte mit Biogas aus Lebensmittelabfällen das Erdgas flüssig machen. Er machte zu Wärme, was Restaurants, Supermärkte und Private auf den Müll werfen. Energie und Ökostrom ist das Anliegen von Mondi. Die hochwertige Nutzung von Obstkernen, die bisher als schwer verrottbar galten, zeigt Joachim Schreiber mit seinem innovativen Start-up Kernkraft. Was aus Abfall abfallen kann, die Innovationen sind gefragt. Das war einer der Workshops der Globe Art Academy am 28. September 2012 in Krems. Dabei besuchten Interessierte wie zum Beispiel der Unternehmer Bernd Hugenroth, Christian Skillich und Herr Roland Pferd vom Lebensministerium diesen Workshop. Außerdem haben bei diesem Workshop, was aus Abfall abfallen kann, Interessierte an der Führung von Georg Kettler in der Kunststoffsortieranlage der Firma Brandner GmbH teilgenommen. Georg Kettler erklärte, dass die Sortieranlage, welche im niederösterreichischen Wölbing eine der modernsten in Europa ist und seit dem Umbau und Ausbau im Jahr 2004 gemäß den neuesten technischen Standards funktioniert. Er zeigt uns den Arbeitsablauf der fast vollautomatischen Maschinen. Sortiert werden hier folgende Kunststofffraktionen. PET in den Farben klar, hellblau, grün,
Polyethylen, Polystyrol und Polypropylen. Die automatischen Sortierstufen bestehen aus jeweils drei Anlagen zur Polymer- und Farbsortierung. Nach der Führung erklärten die Referenten des Workshops ihre Wünsche und zukünftigen Pläne. Der Unternehmer Bernd Hugenroth, welcher mit Biogas aus Lebensmittelabfällen das Erdgas überflüssig machen will, erklärte seine Position. Er mache zu Wärme, was Restaurants, Supermärkte und Privatleute auf den Müll werfen. Herr Alexander Komenda von ÖkoPlus, welcher Biosäcke herstellt, erklärte: Wir verwenden nachhaltige Rohstoffe und versuchen das auch aus Abfällen zu machen, wenn wir Biogrünstoffe produzieren. Da muss man berücksichtigen, dass bei den Abfällen schon sehr viele Systeme da sind und viele Interessenten darauf zugreifen. Jedes Material hat in seinem speziellen Einsatzgebiet seine Berechtigung. Man erstellt immer wieder Ökobilanzen, was ist besser, Glas oder Kunststoff oder Papier. Und die lange Erfahrung mit Ökobilanzen hat gezeigt, dass man jedes Produkt einzeln für sich betrachten muss und nicht pauschal sagen kann, welches ist besser. Glas hat den Nachteil, dass es beim Aufschmelzen sehr hohe Temperaturen braucht, das hat Kunststoff nicht. Auf der anderen Seite haben wir ein sehr schönes Glas-Trennsystem, dass das Glas in größere Einheiten wird. Der zusätzliche Vorteil beim Glas, den Kunststoff nicht so hat, ist eine klare Erkennbarkeit, sowohl haptisch als auch optisch. Und die drei Farben, weiß, grün und braun, sind relativ gut zu sortieren. Bei Kunststoffen hat man die Herausforderungen, sowohl bei den Standardkunststoffen als auch bei den Biokunststoffen, zu erkennen, welche Produkte sind da unterwegs und was haptet wirklich da. Das Thema rund um Biokunststoff ist sehr stark emotional geführt. Da ist es schwierig, mit Fakten durchzudringen. Was ich mir wünschen würde, sind immer wieder offene Ohren, die bereit zur Diskussion sind und nicht von vornherein einen Unternehmensstandpunkt durchhalten. Weiters erklärte Herr Christian Skillich sein Anliegen an Energie und Ökostrom. Er selbst ist Operations Director der Mondi Europe International. Die hochwertige Nutzung von Obstkernen, die bisher als schwer verrottbar galten, zeigt Joachim Schreiber mit seinem innovativen Startup Kernkraft. Weiters erklärte Herr Roland Pferd, welche Zukunftsansätze er in Österreich sehe. Also Österreich ist Europameister, das hat eine Studie der Kommission erst kürzlich ergeben. Und ich glaube, dass sich Europa generell auf der Welt sehr gut behaupten kann und damit ist Österreich ein Spitzenreiter auf der Welt im Bereich der Abfallwirtschaft. Die Diskussion hat gezeigt, dass es in Österreich sehr innovative Projektansätze gibt. Also wenn ich an das Projekt der Firma Kernkraft denke, das sicherlich förderungswürdig ist. Auch die Mündigkeit des Konsumenten ist natürlich ein Thema, das die Abfallwirtschaft sehr stark interessiert. Aber ich denke, ein sehr wichtiges Thema, das heute angesprochen wurde, ist natürlich die Wertstoff- und Rohstoffsicherheit in Zukunft. Das heißt, die Abfälle von heute sind die Rohstoffe von morgen. Und ein sehr wichtiges Ziel ist, diese Abfälle natürlich im Land zu behalten und nicht außerhalb Europas gelangen zu lassen, nachdem sehr viele dieser Abfälle sehr hochwertig sind, seltene Metalle sind beispielsweise, die in Europa gar nicht mehr abgebaut werden können, sondern teuer eingekauft werden müssen, mit allen negativen Umwelt. Der Abfallworkshop wurde von allen Beteiligten als ein gelungener, gemütlicher, aber auch lustiger Nachmittag bezeichnet. Und die meisten freuen sich jetzt schon wieder auf das nächste Jahr. Nun zum Fußball. In der WM-Qualifikation konnte die überlegene ÖFB-Elf leider nur ein 0:0 gegen Kasachstan erzielen. Trotz einer dominanten Vorstellung kam Österreich gegen Kasachstan in Astana nicht über ein 0:0 hinaus. ÖFB-Teamchef Marcel Koller ließ dieselbe Elf wie gegen Deutschland auflaufen und von Beginn an hatte Österreich das Spiel eigentlich voll im Griff.
Und zum Schluss nicht vergessen, am 18. Oktober um 19 Uhr findet die Premiere des Musikvideos One Run, Kreinstadtgeflüster, im Kreiner Stadtkino statt. One Run. Ein Musikvideo der ganz besonderen Art. Nach viermonatiger Planung konnte das Video One Run, Kreinstadtgeflüster, am 22. September gedreht werden. Obwohl das Wetter nicht ganz dem Drehplan entsprach, konnte One Run nach einem langen Probentag fertiggestellt werden. Die zahlreichen Akteure ließen sich weder von Regen noch von Kälte beeindrucken und waren bis zum Ende mit voller Motivation dabei. Am 18. Oktober um 19 Uhr laden wir alle Akteure, Sponsoren und Unterstützer des Projektes sehr herzlich ins Stadtkino Krain ein. Neben dem One-Shot-Video wird es auch ein Making-of zu sehen geben. Werfen Sie mit uns einen Blick hinter die Kulissen. Für alle weiteren Interessierten gibt es One Run am 25. Oktober ebenfalls um 19 Uhr im Stadtkino Krain zu sehen. Und ab 26. Oktober finden Sie auf zahlreichen Krainer Homepages den Link zu One Run Kreinstadtgeflüster. Nun bedanken wir uns fürs Zusehen und wir freuen uns schon auf nächste Woche.